Herzlich willkommen zu Did You Know, der zweiten Folge. Ja, erstmal sorry, dass am Dienstag kein Video kam, aber der werte Herr Basti war leider krank, bettlägerig und deshalb konnten wir kein Video machen, aber gut. Und dieses Video hier jetzt wird auch eigentlich relativ kurz oder kürzer als das letzte, da die Woche sehr stressig ist und ich nicht übelst viel Zeit habe zum einmal aufnehmen. Also ich habe jetzt eigentlich mir gerade Zeit genommen. Ich hätte zwar Besseres zu tun, aber ich habe mir jetzt Zeit genommen, um dieses Video zu machen. Und ich habe auch nicht übelst viel Zeit zum Schneiden und alles drum und dran. Also, ist halt nicht enttäuscht, aber so ist es eben. Und ja, ich würde sagen, komm, fangen wir direkt an. Also, wie jeder weiß, benutzen wir Kühlschränke, damit unser Zeug kühl bleibt und länger hält. Aber in, sagen wir mal, Grönland ist es sehr, 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 sehr kalt. Und deshalb benutzen Inuits Kühlschränke, damit ihr Essen nicht einfriert. Das Eisbein vom Schwein heißt Eisbein, weil früher aus dem Eisbeinknochen von den Schlittschuhen, die Kufen, ich weiß nicht genau, ob es wirklich Kufen heißt, auf jeden Fall von Schlittschuhe, die unteren Teile, die wurden früher aus dem Eisbein gemacht, von den Schweinen. Und deshalb kam der Name Eisbein zu dem Eisbein. Ja, gut zu wissen. Bambus wächst in einer Stunde bis zu 15 Meter und ist somit eine sehr, sehr, sehr schnell wachsende Pflanze. 5 cm, stell dir das mal vor, in einer Stunde. Das ist wirklich ein guter Rekord. Respekt. Ganze 11% der kompletten Deutschen, also viele Menschen eigentlich, heißen Müller. Und deshalb ist Müller ein weit verbreiteter Name, weil eben 11% der Deutschen diesen Namen tragen. Yeah. Gehörst du zu den 11%? Ich auf jeden Fall nicht. Der Mensch, also wir, werden mit circa 300 Knochen geboren, aber sterben mit nur 206 Knochen. Das ist ein Knochenverlust von 94 Knochen. In Kanada klagte ein Mann, da er von sich behauptete, dass er ein Marsmensch sei. Das kanadische Gericht lehnte die Klage allerdings ab mit der Begründung, Außerirdische haben auf der Erde kein Recht zu klagen. Also ich finde das irgendwie leicht rassistisch. Das ist echt nicht nett, das ist gemein. Norwegen garantiert seit 2006 allen Kühen per Gesetz eine Matratze für die Nachtruhe. Wow, sogar Kühe haben Matratzen zum Schlafen. Es gibt Menschen, die schlafen auf Bänken, Straßen oder sogar in, keine Ahnung, ich weiß nicht, in den USA sind es ja unter Brücken, ich weiß nicht, ob es auch Kanalisationsteile ist, auf jeden Fall schlafen die so in so Wassergängen. Und die haben keine Matratze. Und hier Kühe in Norwegen haben einfach mal Matratzen. Oh, diese Welt. Jeder von euch kennt sie und jeder denkt, sie sind aus China. Glückskekse. Aber wusstet ihr oder du da draußen, dass Glückskekse eigentlich aus den USA stammen und auch dort erfunden wurden? Ja, und traurigerweise war es das schon. Aber nicht, weil ich nicht mehr aufgenommen habe, weil eigentlich habe ich 17 Fakten oder 17 Punkte aufgenommen. Doch das Videomaterial hatte irgendwie einen kleinen Fehler und konnte nicht geladen werden in meinem Programm. Ja, und deshalb habt ihr jetzt leider bloß 8 Fakten und kein Outro. Aber nicht schlimm, ich habe unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Musik, die letzten 2 Videos und ja, unten könnt ihr auch einen Daumen geben, Kommentare schreiben oder abonnieren. Je nachdem, auf was ihr gerade Lust habt und was ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, man sieht sich am Dienstag. Ciao.